Und hier sind wir auch schon wieder, Super Mario Maker 2. Im letzten Part haben wir sehr schwierige Level gespielt und die waren eigentlich okay. Jetzt fangen wir wieder mit einem Speedrun-Level an, Celestial Sprint Speedrun, 20 Sekunden. Never stop running, trust the fake traps and most importantly, enjoy. 9% Abschlussrate, los geht's. Mal schauen, was uns hier der gute Dynastil reingehauen hat. Ich bin gespannt. Das habe ich richtig nice verkackt, Alter. Oh Gott. Ja, nice. Second try. Sehr geiles Speedrun-Level. Cool. Nice. Wow. Ich war so schnell wieder Weltrekordhalter. Nice. So. Dann auf zum nächsten Level. Table Tennis in Super Mario Maker 2. Have fun with a Table Tennis Minigame. This time more hard. Okay, 20 Sekunden soll das dauern. Wir gucken mal. Von Davi aus Spanien anscheinend. Ach so, okay. Oh oh. Nein! Stimmt, das waren ja die Level. Okay. Nein, nein! Ja, nice. Okay. Das war ja leicht. Aber die Idee fand ich ganz nett. Die Idee fand ich ganz geil. Ganz cool. So, mal gucken. Switch X Switch haben wir schon. Oh, ein Japaner-Level, Alter. Nee, lass mal stecken. Auto-Switch-Castle? Nee. Das sieht interessant aus. Das ist ein Japaner-Level. Eine Abschlussrate von 76%. Klassisch, kurz und knackig. Mal gucken, was uns da geschickt hat für ein Level. Okay. Münzen ohne Ende, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber naja, okay. Wir gehen dann mal einfach. Okay. Bis jetzt ist das halt. Thank you for playing wahrscheinlich, ne? Es war ganz nett. Aber jetzt nichts Gutes. Was haben wir geschafft? Logical Solutions. For beginners and advanced, use your brains to attack. Oh, ein Rätsellevel. Da bin ich ja mal gespannt.
von Eislavia. So, müssen wir jetzt hier lang? Ich glaube schon, ne? Okay. Ja, jetzt. Oh Gott. Oder Moment mal. Ja, okay, aber was war... Ach so. Ah, danke. Den nehmen wir natürlich mit. Gibt's hier noch was? Nur eine Starcoin, toll. So. Toll. Das war interessant. So, dann einmal hier lang. Das Design ist zwar wirklich extrem verwirrend, aber gut, da kommen wir noch nicht lang. Ja, jetzt weiß ich auch warum. So, jetzt... Jetzt müssten wir hier lang können. So, jetzt können wir hier lang. Und jetzt? Ach so, okay. So, dann hier lang. Und dann hoch. Ach, hier wären wir später eh hingekommen, okay? Weil jetzt kommen wir zu der Tür da hinten hin. Nice. Geiles Level. Hat mir sehr gut gefallen. Schönes Rätsellevel. So, haben wir sonst noch irgendwas? Spring has switched. Oh, das sieht... Das könnte ein bisschen schwieriger werden. Von Kona. So, wollen wir mal. Oh, der Mario World Stil. Und man, Power-Up, Alter. Haben wir auch schon ewig nicht gesehen, oder? Okay. So, die hab ich kaputt gemacht. Ey, vorsichtig. So. Hoch.
Okay, das hat nichts gebracht. Geil. Nice. So, oh, vorsichtig. Ich muss ja einmal runter. Guckt euch meine Fresse an, Alter. Ich habe gerade einen Schrecken gekriegt. Das werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Aber das Level ist echt cool. Ich mag die Idee dahinter. Ganz gerne. Vorsichtig. Das finde ich auch nice. Verpiss dich, Alter. Du dummes Stück. So. Wiedersehen. Sterben darfst du gerne. Und jetzt? Ah. Oh Gott. So, hoch. Und runter. Tja, die Wolken konnten mich nicht aufhalten. War ein cooles Level. War ein cooles Level, sehr geil. War mal sehr entspannend, man konnte schön durchchillen. Das war nice. Solche Level brauche ich auch mal, um einfach nur ein bisschen zu chillen und ein bisschen zu überlegen. Oh, den machen wir auf jeden Fall. Super Mario Sunshine Sandbird. Collect all red coins on the back of the legendary Sandbird. Von Taomi, das ist richtig cool, das kenne ich schon. Ich glaube, das habe ich bei Domtendo mal gesehen. Ein Shoutout an der Stelle an ihn. Er hat das, glaube ich, auch schon gespielt. Ein Remake von Super Mario Sunshine wäre schon geil, Alter. Der Sandbird ist schon echt cool. Oh, scheiße, ich war zu langsam. Ich war zu langsam. Ja, moin. So, dann einmal auf die erste rote Münze zufliegen. Oh fuck, ich sehe gerade, ich war gar nicht zu langsam. Ich Idiot, ich hätte hier einfach hochspringen müssen. Das ist echt cool, Alter. Da ist der Turm. Nice, wir haben es geschafft. Das ist echt cool gewesen. Oh, das mag ich. Solche Level mag ich. Die sind richtig nice. So. Weiter geht's. Suntouch Sanctuary. Oh, nee. Zelda Gerudo Valley Seesawing. Zelda Level with Seesaw Mechanics. A Boss and Gerudo Valley Musik.
Na, dann gucken wir doch mal. Gerudo Valley ist immer gut. Ist zwar nicht einer meiner Lieblingssongs, er ist eher so bei mir im Mittelfeld, aber viele mögen ihn sehr, sehr gerne. Ja, jetzt ist die Frage. Was müssen wir hier machen? Ich habe schon so eine grobe Vermutung, was wir hier machen müssen, aber trotzdem. Hoch komme ich da ja irgendwie nicht. Ah. Ich muss Vollspeed, glaube ich, drauf haben, um da hochzukommen. Weil von hier aus geht das auf jeden Fall nicht. Was ist das? Ich hänge jetzt schon hier fest? Ernsthaft? Na, geht doch. Und jetzt? Ah, ich weiß, was jetzt passiert ist. Genau. Okay, ich glaube, ich verstehe. Ich glaube, ich weiß, was ich hier machen muss. Nein, verdammt. So, komm, 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 komm runter. Oh. Danke. So. Sehr nice. Ah, okay. So, einmal an den beiden Seiten. So, und was ist jetzt auf der anderen? Ah, und das hat mir jetzt was gebracht. Ah, okay. Aber wie aktiviere ich den jetzt? Okay, ich aktiviere den so. Alles klar. Checkpoint! So, jetzt ist die Frage, was hat mir das jetzt gebracht? Okay, also dass wir hier lang können. Na dann. Oh! Sonst hätten wir nämlich nicht hier lang gekonnt. Ich verstehe. Okay. Nice. So, das war leicht. Jetzt muss ich wohl hier einmal. So, perfekt. Ah, okay, Flipper. Thank you.
Nice. So, damit haben wir die Tür und können hier rein. Jetzt müsste Gerudo Valley kommen. Ah, geiler Bosskampf auf jeden Fall. Nein! Oh oh. Oh, vorsichtig, ich will da rein. Oh. Run. Alles klar, dann runnen wir mal. Das war cool. Ja, nice. Wir haben es geschafft. Sehr cooles Level. Mochte ich sehr gerne. So, aber dann würde ich sagen, beende ich den Part hier wieder. Nächsten Part geht es wieder weiter. Mal gucken, was wir dann machen. Ich überlege mir das noch. Ich bedanke mich auf jeden Fall hier herzlich bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Like dieses Video und abonniert den Kanal für mehr Mario Maker oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und dann sage ich hier nur noch, bis dann. Vielen Dank für das Zuschauen bei diesem Part von Super Mario Maker 2. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ich noch besser machen könnte und welche Projekte ich sonst noch spielen soll. Wollt ihr noch mehr von Super Mario Maker 2 sehen, dann drückt doch auf die Playlist. Und hier sind noch zwei andere Videos, die euch auch noch gefallen könnten. Wollt ihr nichts mehr von mir verpassen, dann drückt doch auf den Vergiss nicht mich zu abonnieren Button, damit ihr nichts mehr verpasst. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Part wieder. Tschüss!